Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich habe keinen Bock mehr. Ich verkaufe alles, ich schließe alles, ich ziehe mich zurück. Ich will mit dieser Welt nichts mehr am Hut haben. Ich lebe ab sofort von den Erträgen meines Vermögens. Wie lang könnte ich überleben? Wie weit bin ich schon auf dem Weg hin zur finanziellen Unabhängigkeit aufgestiegen? Genau darum soll es im heutigen Video gehen. Wie lange man durchhält, steht und fällt nicht unbedingt mit dem Vermögen, sondern insbesondere damit, wie viel man ausgibt. Es ist schön, wenn du 5 Millionen Vermögen hast, wenn du aber jedes Jahr 2 Millionen ausgibst, dann wirst du wahrscheinlich nicht allzu lange über die Runden kommen. Deswegen müssen wir als erstes anschauen, wie viel gebe ich monatlich so aus. Und ich habe dazu ein sehr umfangreiches Video gemacht und habe mal erklärt, wie viel ich aktuell ausgebe. Und da habe ich alles Mögliche mit aufgelistet. Ich habe es hier auch nochmal rausgesucht. Die Fixkosten, die ich hatte, das war damals vom Stand 16. März 2020. Dazu muss man sagen, ich lebe in Georgien. Das heißt, für mich sind viele Dinge von den Kosten her ein kleines bisschen was anderes. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen vielleicht auch interessant ist, der sagt, okay, vielleicht habe ich entsprechendes Vermögen und ja, ich bin jetzt nicht an Deutschland gebunden. Das heißt, ich würde mir auch in einem anderen Land meinen Lebensabend vorstellen können. Da sieht das Ganze bei mir so aus, dass ich in Summe, Stichtag 16. März 2020, Fixkosten hatte von knapp 1.300 Euro. Dabei ist die größte Position Miete. Man muss aber sagen, wir leben hier wirklich sehr, sehr gut. Ich habe auch mal ein Video zu unserer Wohnung gemacht. Also wir leben wirklich in einer sehr schönen Wohnung. Alles verglast. Wir haben einen Bombenausblick über die Stadt. Also wir leben wirklich sehr gut. Ich habe eine private Krankenversicherung, die in Georgien, die eigentlich weltweit alles abdeckt, mit Ausnahme der USA, die kostet 200 Euro, aber ich habe auch hier wirklich viele Sachen dabei, die man klassisch doch irgendwo unter Luxus verbuchen könnte. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine persönliche Assistentin, die kostet ca. 100 Euro im Monat. Okay, das ist jetzt nicht Vollzeit, aber man hat quasi immer jemanden, egal was du hast, was du mal erledigt haben musst. Ich habe eine Putzfrau zum Beispiel, oder wir haben eine Putzfrau, muss ich sagen, die kostet, hat damals 90 Euro pro Monat gekostet. Ich habe einen privaten Banker, das heißt, ich bin im Private Banking Bereich der Bank of Georgia, was 25 Euro kostet, und ja, wir leben hier wirklich sehr, sehr gut. Wer sich das genauer angucken möchte, der ist gern eingeladen, sich mein Video dazu anzugucken. Da bin ich auf die ganzen einzelnen Punkte mal eingegangen. Allerdings hat sich seitdem ein kleines bisschen was getan. Meine Fixkosten sind nicht etwa gestiegen, also Lifestyle-Inflation oder wie man das so schön nennt, hat bei mir nicht zugeschlagen, sondern bei mir ist etwas anderes passiert. Und zwar meine Fixkosten sind gesunken auf etwas unter, ja, auf ca. 1.113 Euro. Beispielsweise meine Miete ist inzwischen gesunken. Also ich spreche hier über die Warmmiete, ja, das sind jetzt nur noch 447 Euro. Wir geben für Lebensmittel und Transport nur noch 165 Euro beispielsweise aus, und auch die Kosten für die persönliche Assistentin und die Putzfrau sind ebenfalls jeweils um knapp 10 Euro gesunken. Wodurch kommt das Ganze, dass die Kosten so gesunken sind? Das liegt an einem Phänomen, was man in Deutschland de facto nicht kennt, wenn man in Deutschland lebt. Und dieses Phänomen ist, ja, Inflation ist Abwertung. Ich habe es hier mal rausgesucht, und zwar, ich befinde mich in Georgien, ich lebe in Georgien, und der georgische Lari hat im letzten Jahr gegenüber dem Euro 28,5% an Wert verloren. Das ist letztes Jahr im Zuge der Corona-Krise passiert, dass viele Länder oder viele Währungen der Schwellenländer massiv unter Druck geraten sind. Das heißt, wenn man sich beispielsweise die letzten 3 Jahre anschaut, da haben wir in Summe 29,7% und innerhalb des letzten Jahres 28,5%. Das heißt, wo ich früher vor einem Jahr, wenn ich einen Euro verdient habe, war das in Georgien 3 Lari. Jetzt ist, wenn ich einen Euro verdiene, sind das bereits 4 Lari wert. Das heißt, wir haben es hier oben, ein Euro sind aktuell 3,9905 georgische Lari. Und damit hängt es einfach zusammen, dass hier viele Sachen sehr, sehr viel günstiger geworden sind auf einmal. Natürlich ist es so, dass Unternehmen, große Konzerne versuchen, dem Ganzen ein kleines bisschen gegenzusteuern, erhöhen natürlich die Preise, aber gleichzeitig sind natürlich die Löhne in Georgien nicht um 30% oder um 28,5% gestiegen. Das heißt, die großen Unternehmen können die Produktpreise nur minimal erhöhen, und
verkriegen dadurch de facto, wenn man jetzt in Euro bilanziert oder in britischen Pfund oder in US-Dollar, dann hat man ja Währungsverluste. Das ist im Übrigen die Sache, was bei Unilever passiert ist. Unilever, kleiner Exkurs, ist natürlich sehr stark in Schwellenländern positioniert, auch hier in Georgien positioniert. Und die haben letztes Jahr das große Problem gehabt, die haben eigentlich mehr verkauft. Die haben, wenn man die Wechselkurse mal außen vor lässt, haben die auch ganz gut mehr Gewinn, mehr Umsatz und so weiter gemacht. Wenn man dann allerdings die Wechselkurse berücksichtigt, dann sieht es so aus, dass man eigentlich ein kleines bisschen weniger verdient hat. Und das kann man aus deutscher Sicht, ist das manchmal schwer nachzuvollziehen, aber wenn man in einem Land lebt, wo man das mit dem Wechselkurs hautnah mitbekommt, dann versteht man das sehr viel besser. Das heißt, aufgrund des Wechselkurses habe ich hier einiges an Kosten quasi einsparen können. Ich habe nicht nur, also einige Verträge hier laufen in georgischen Lari, aber andere laufen beispielsweise auch in US-Dollar und da ist genau das Gleiche passiert. Jetzt nicht ganz so extrem im Vergleich zum Euro hat der Dollar im letzten Jahr um 11,9% an Wert verloren. Das heißt, der Euro ist wertvoller geworden. Man kriegt jetzt für einen Euro 1,21 Dollar, wo es Anfang des Jahres noch 1,08 waren oder 1,08 waren das in etwa. Genau, und dadurch kommt das Ganze einfach zustande, dass meine Kosten deutlich gesunken sind. Dazu kommen natürlich noch so Sachen aktuell, okay, es gibt halt kaum Fitnessstudios, aber es gibt hier jetzt Fitnessstudios im Freien, die ich sehr, sehr gerne nutze. Wir laufen im Freien und so weiter. Dadurch sind solche Kosten auch auf Null gefallen. Und dann sind halt noch so Sachen, zum Beispiel mein Handy, ist eine tolle Sache, kleiner Exkurs. Man hat, wenn ich das von Deutschland aus kenne, du hast einen Vertrag und du hast für 30 Tage, keine Ahnung, 2 Gigabyte oder sowas zur Verfügung, jetzt mal fiktiv, an mobilen Daten. Und wenn die 30 Tage rum sind, dann sind halt die 2 Gigabyte, ob du sie benutzt hast oder nicht, die sind weg. In Georgien verfällt dieses Guthaben halt nicht und deswegen habe ich aktuell, glaube ich, 40 Gigabyte oder sowas zur Verfügung und muss nur dafür sorgen, dass meine Karte aktiv bleibt und das kostet 5 Lari im Monat. Das heißt, da kaufe ich mir einfach jeden Monat 1 Gigabyte, da kann man so einen Cocktail erstellen. Ich blende es hier mal ein, wie das Ganze aussieht und deswegen sind meine Kosten fürs Handy aktuell auf 5 Lari pro Monat gefallen. Das heißt, es sind 1,25 Euro und der Banking-Bereich, Private Banking und so, das kommt da alles dazu. Also obwohl wir an unserem Lebensstandard nichts eingebüßt haben in irgendeiner Art und Weise, sondern eher sogar bei dem einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen mehr ausgeben, ist es so, dass unsere Fixkosten, meine Fixkosten extrem gesunken sind. Ich muss auch noch dazu sagen, als Hinweis, ich lebe mit meiner Freundin zusammen. Das heißt, alle diese Kosten, wir teilen uns zum Beispiel die Miete rein, für die Lebensmittel teilen wir uns rein, für unsere Putzfrau teilen wir uns rein und so weiter und so fort. Die Kosten, die auf mich anfallen, sind bei 1.113 Euro Stand heute. Ist allerdings ein bisschen pessimistisch oder optimistisch gerechnet, je nachdem, wie man das Ganze sehen möchte. Eigentlich sind sie, glaube ich, sogar noch ein kleines bisschen niedriger. Wie dem auch sei, das ist so der aktuelle Stand, was meine Fixkosten angeht. Also kein Millionenbetrag hier, sondern wir reden von 1.113 Euro, die ich aktuell pro Monat ausgebe. Wie viel Geld benötige ich nun, um damit ganz gut über die Runden zu kommen, also damit ich damit das ein oder andere Jahrzehnt überleben kann? Und da habe ich mal rausgesucht einen Rechner. Und zwar, der ein oder andere erinnert sich vielleicht an diesen Rechner. Das ist ein Rechner, den ich selber gebaut habe und vor ein paar Jahren hier, das ist vom 9. November 2019, da habe ich dieses Video mal vorgestellt und da ist in der Videobeschreibung hier auch verlinkt dieser Excel-Rechner. Ich packe ihn auch hier unter dieses Video mal wieder in die Videobeschreibung rein. Und damit kann man ausrechnen, wie viel Geld man benötigt, also wie viel Vermögen man benötigt. Und das Ganze ist hier vorgeschrieben quasi auf den Deutschen. Auf Deutschland habe ich das Ganze quasi gemünzt oder so, sind die Grundeinstellungen. Das heißt, was du an Steuern zahlst, sind halt 26,375%. Das sind Kapitalertragssteuer plus der Soli. Nun sieht es bei mir in Georgien ein kleines bisschen anders aus. Und zwar das, was ich hier zugrunde legen möchte, ist einfach die sogenannte 4%-Regel. Das heißt, wenn ich jeden Monat 4% meines Kapitals veräußern, jedes Jahr 4% meines Kapitals veräußern würde, dann kann man davon ausgehen, dass mein Kapital über einen langen Zeitraum stabil bleibt. Das heißt, ich werde keine großen Gewinne mehr erzielen, aber ich kann quasi, man kann gefühlt auf alle Ewigkeiten 4% entnehmen, ohne dass das Ganze kritisch wird. Das heißt, ich kann hier mal mit von 4% ausgehen und ich kann, was die Steuern anbelangt, auf
wenn ich Kursgewinne habe und ETFs insbesondere habe, dann kann ich hier auch von 0% Steuern ausgehen. Das heißt, wenn ich es wirklich darauf anlegen würde, dann könnte ich das Ganze bei mir jetzt auf 0% Steuern drücken. In Georgien, Kursgewinne sind steuerfrei, Ausschüttungen von ETFs sind steuerfrei. Das heißt, wer ein entsprechendes Vermögen hat, veräußert jedes Jahr 4% seiner thesaurierenden, ausschüttenden ETFs, macht keinen Unterschied und zahlt keinerlei Steuern, und mit 4% kann man, glaube ich, langfristig rechnen. Das heißt, 4% Dividenden oder 4% Ausschüttungen, was man sich halt rausnimmt, und darauf keine Steuern. Jetzt hatte ich hier unten eigentlich aufgeschrieben damals, okay, wie viel brauche ich zur Sicherheit bei den 5 Stufen der finanziellen Freiheit. Stufe 1 wäre Sicherheit, Vitalität, Unabhängigkeit und Freiheit, absolute Freiheit, die lasse ich jetzt mal außen vor. Also um den aktuellen Lebensstandard zu decken, das kann man, glaube ich, schon als finanzielle Unabhängigkeit beschreiben. Das ist quasi der Punkt Nummer 3. Und dafür brauche ich pro Monat, ich hatte es gerade, 1.113 Euro. Schauen wir uns mal an, was dann bei rumkommt. Wenn ich benötige, kann man jetzt hier eintragen, du könntest keine Ahnung eintragen, Sicherheit zur Erklärung. Nehmen wir jetzt mal an, ich bräuchte dafür 750 Euro oder für Vitalität bräuchte ich jetzt, sage ich mal, 1.000 Euro oder 900 Euro, das ist vielleicht realistischer, 900 Euro und Betrag pro Monat, den ich benötige für die finanzielle Unabhängigkeit, also um meinen aktuellen Lebensstandard zu halten, benötige ich 1.113 Euro. Und das benötigt, das ist dann das hier hinten, was man sieht, ist das Vermögen, was man braucht. Das heißt, wir reden hier von 333.000, also ja, sagen wir mal 135.000 Euro, 335.000 Euro, die ich benötigen würde. Das ist gar nicht so viel Geld. Also doch, das ist grundsätzlich ein großer Betrag, aber man denkt ja immer, dass es sehr, sehr viel mehr ist, was man benötigt. Und wenn ich jetzt mal hier schaue, wie sieht mein aktuelles Vermögen aus, dann muss ich sagen, dass ich diesen Betrag schon fast erreicht habe. Also ich habe ca. 6.000 Euro in P2P-Krediten, da habe ich jetzt nicht viel gemacht. Ich habe 177.000 Euro in Aktien liegen, das heißt, ich habe hier einfach mal geguckt, den aktuellen Stand genommen, hier in dem großen Depot sind knapp 159.000 Euro drin, in diesem Depot sind auch 14.000 Euro und das ganze Kleinkramszeugs zusammen, komme ich so auf 177.000 Euro, wo waren wir? 177.000 Euro, dann kommt ein gewisser Cashbestand dazu. Der Cashbestand ist einfach das, was ich wirklich an, in Summe an Cash habe, exklusive meiner Rücklagen. Das heißt, ich habe auch noch ein paar Rücklagen, die ich habe, aber die sind ja nicht für den Aktienmarkt oder irgendetwas bestimmt, sondern die sind wirklich ganz nur für mich privat, wenn doch mir irgendwas passieren sollte. Dafür habe ich noch gewisse Rücklagen, aber das, was ich heute einfach in den Aktienmarkt stecken könnte, wären noch ca. 118.000 Euro und das sind in Summe dann etwas über die 300.000 Euro. Und mit 300.000 Euro, muss ich sagen, hätte ich bereits die finanzielle Vitalität hier und ich könnte mehr oder weniger schon fast meinen heutigen Lebensstandard damit finanzieren. Das ist natürlich eine schöne Aussicht, dass ich das machen könnte. Das heißt, in meinem Leben war es ohne Frage, ich finde, muss ganz ehrlich sagen, ist schon relativ luxuriös, also mit Private Banking, mit einer Putzfrau, mit einer persönlichen Assistentin und allem drum und dran, ist das schon ein sehr attraktives Leben, muss ich sagen, macht mir sehr viel Freude. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich könnte das grundsätzlich schon bis in alle Ewigkeiten finanzieren, ist das eine tolle Sache. Allerdings muss ich sagen, ist das Ganze natürlich nur eine theoretische Überlegungen. Es ist bei weitem nicht so, dass ich keinen Bock mehr auf diese Welt habe oder irgend sowas, dass ich keine Freude mehr an dem habe, was ich tue. Das ist nur, okay, ich könnte heute bereits mich zur Ruhe setzen, wenn das mein Bestreben wäre. Ist allerdings keine Sache, die in meinem Kopf wirklich aktiv eine Rolle spielt. Aber ich könnte mir vorstellen, für den einen oder anderen ist das vielleicht eine Überlegung. Keine Ahnung, man ist 55, 60, hat schon ein ordentliches Vermögen. Natürlich sind die Rahmenbedingungen dann ein kleines bisschen was anderes, aber hin und wieder mal so eine Überlegung durchzukalkulieren, durchzuspielen, ist nicht ganz verkehrt und ich muss ehrlich sagen, mich motiviert das immer zu sehen, auf der einen Seite, wie weit man schon ist, auf der anderen Seite, wie viel auch noch möglich ist, wenn man einfach nur eine ganze Weile so weitermacht. Gucken wir uns das Ganze hier mal an, wenn man hier die Vermögensentwicklung sieht, das kann gern auch noch das ein oder andere Jahr so weitergehen. Okay.
Ich habe diese Excel-Tabelle hier unten drunter gepackt und auch die Videos, die ich gerade angesprochen habe. Das ist wohlbemerkt nur eine theoretische Überlegung. Ich habe noch lange nicht genug. Ich habe noch sehr viele Dinge vor. Allerdings ist es auch sehr, sehr individuell. Ich glaube, die wenigsten die wenigsten Zuschauer werden in Georgien sein und diese Rahmenbedingungen haben, aber vielleicht für den einen oder anderen eine Sache, die man mal im Hinterkopf haben sollte. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.